Ja, hallo YouTube. Ja. Hallo Klaus. Ja, das wird ein kleines Unboxing. Ich habe hier so ein Paket gekriegt. Da fällt mir gerade auf. Adresse habe ich noch nie abgeklebt. Um meine geht es mir gar nicht. Ja, schmeiß um. Tritt weg. Macht nichts. Ist ja nur das Stativ. So. Eben die Adresse abkleben. So, Paket ist noch zu. Ich konnte mich also gerade eben zurückhalten. Ist aber auch erst vor einer halben Stunde gekommen. Ja, ich habe mir gedacht, mache ich mal ein Unboxing. Ja, ich habe tatsächlich gewonnen beim Klaus. Ich hätte einen Besen gefressen, das hat wieder nichts wert. Er hat fünf Preise ausgelotet. Und ausgerechnet wirklich, der letzte Preis, der ging an mich. Und ausgerechnet etwas, wo ich echt am Überlegen war schon, ist zwar in Anführungsstrichen für mich jetzt nicht der Worker schlechthin, aber ein Spielzeug. Aber Männer spielen gerne. Ich mache das jetzt mal schnell auf. Sanremo 7076, falls die Fragen kommen. Ist auch so ein kleines Spielzeug. Ist nichts, wo ich jetzt sage, riesig. Aber läuft halt schön. Ja, nochmal vielen, vielen Dank, Klaus. Also, ist schon irre. Punkt 1, was gewinnen, dann noch so was. Also, ich freue mich echt den Arsch hier ab. Ja, ich habe gerade geguckt. Ich glaube, 681 Abonnenten hast du aktuell. Mittwoch, 18.03.13:47 Uhr. Das ist der Stand. Ich habe auch zum ersten Mal deine Kanalinfo gesehen. Messer, Gadgets und Musik. Klingt komisch, ist aber so. Komisch. Wenn ich meine Interessensgebiete so alle bedenke. Was bin ich da? So. Ich mache jetzt mal auf. Und dann kommt schon zum Vorstellen. Ja, rückwärts. Oh! Da freut sich bestimmt auch meine Frau. Da ist Schokolade drin. Mein. Er hört am Hintergrund, schreibt schon meins. Ja, ich sage erstmal vielen, vielen Dank. Ja, hier ist mein Zettelchen sogar. Der Freeman TM. Ja, der TM. Freeman alleine konnte ich als Kanal nicht melden. Der TM heißt einfach nur The Man. Ist kein Witz. Den Namen habe ich schon sehr, sehr lange. Manchmal vergesse ich meinen eigenen Vornamen dazu. Ja, Real Steel. Ich stelle mal den Karton weg. Ja. Komm, Junge. A5 Gear Falcon Black. Ja, Wahnsinn. Ja, das erinnert mich dran, ich muss auch mal ein Giveaway machen, so langsam. Ich habe die 100 nämlich auch schon überschritten. Muss ich mal gucken, ey. Ihr seid ja teilweise echt bescheuert, auch du, Klaus. So hochwertig. Ich weiß, man muss nicht immer mithalten, sondern immer in seinen finanziellen Rahmen bleiben. Aber ist schon irre. Ja. Beschreibung. H5G Falcon. Ja, natürlich vom Dirk. Messerbude und Co. Schau mal zur Seite. Mal einen Arm durchhalten. Bin ich mal gespannt. Schöne Größe. Ich habe mir im Hintergrund mal die Seite dazu aufgemacht. 83 mm Klinge. Wir können. Wow. Läuft das Ding sauber. Ist auch relativ gut eingestellt. Sieht nicht ganz hundertprozentig mittig. Macht aber nichts. Schlägt ja nirgendwo an. Und Edelstahlframe. Überdehnungsschutz. Ja, funktioniert sauber. Wahnsinn, ey. Schön, wirklich schön. Also. Das Problem ist, das H6
ist in meinen Händen sehr, sehr groß. Also ich weiß nicht, ob die meisten Leute werden, die zumindest in meinem Abo sind, werden das H5G Falcon kennen. Auch die Leute mit der Klodeckelfraktion. Wenn man mal sieht, wie gut das in meine Hand passt, ist schon irre. Also wie viel da noch rausguckt, dann weiß man, wie weit ein H6 rausguckt. Also das ist eine 83 mm Klinge. Gewicht 113 Gramm. Und Material der Klinge 14C28 Endstahl. Also ist wirklich was Vernünftiges. Also da hat Real Steel wirklich Bombe gebaut. Ey, nochmal vielen, vielen Dank, Klaus. Also das ist. Ich finde auch persönlich das mit den Schlitzschrauben sehr, sehr schön. Hat mir am H6 schon gefallen. Ich finde das doof, dass die angefangen haben beim H6. Ich glaube bei der neuen Variante und ich glaube beim S1 oder so, sind sie wieder auf Torx teilweise. Ich finde das echt gut, versenkte Schlitz. Also dann geht auch solche Sachen wie hier mit dem Schweizer. Ich lege mal hier neben mein Hupinel Nummer 9. Und mein Cybertool, dann sieht man schon da die Größenverhältnisse. Also das H6, das H5, das Gear Falcon. Ich denke mal, das ist irgendwo die Größe. Opinel Nummer 8. Ist natürlich eine Ecke größer wie so ein Schweizer. Ist logisch. Ah, wirklich top. Also danke, Klaus. Also ganz, ganz satt, leise. Ja, viel gespielt hast du nicht, Klaus, mit dem Ding. Man hört das Lager noch. Ein kleines bisschen, wenn ich die Schraube ein kleines bisschen anziehe, dann steht die Klinge auch hundertprozentig mittig. Dann denke ich mal auch, dass der Frame. Der ist jetzt ungefähr bei 50%, 50 bis 60. Dann wandert er auch ein kleines bisschen zurück, aber also ist wirklich kein Problem. Auflegen darf man die Hand natürlich nicht, das bringt natürlich nicht viel. Also, wenn sie spielen, ist auch vom Gewicht her in Ordnung. Die einzige Kritik ist nicht an Klaus, sondern an Real Steel. Wenn man eine G10-Seite macht, gehört für mich persönlich mindestens ein, und wenn es und wenn's ein, und wenn's wirklich nur ein Millimeter Stahlliner ist, den sollte man drunter machen. Hätte ich besser gefunden, wenn sie es gemacht hätten, so wie am H6. Ganz normal G10, Stahlliner drunter. Und dann auf der anderen Seite in den Frame. Also ist echt schön, weil ich weiß nicht, von den Querkräften, ich persönlich natürlich kann ich das jetzt nicht da drücken, ist logisch. Dafür ist G10 viel zu hart. Aber wenn man aus Versehen mal sich verkantet oder richtig mal hebelt, Messer ist nicht zum Hebeln da. Dazu dem Thema. Aber ich hab da einfach Bedenken. Ich bin zwar jemand, der auch vorsichtig ist, aber ich bin auch jemand, der weniger sammelt. Und nicht weniger sammelt und wirklich mehr benutzt. Also, ich habe wenig Messer, wo keine Gebrauchsspuren drauf sind. Aber macht Spaß. Macht wirklich Spaß. Ich denke mal, das wird mich gleich auch zum Einkaufen schon begleiten. Ich muss auch noch mal weg heute. Aber wirklich, macht echt Spaß. Ja, für die 42A-Fraktion. Sage ich immer dazu, scheißegal. Ich habe nicht geschafft, in den letzten 30 Jahren kontrolliert zu werden. Und damit fertig mit dem Thema. Aber ist echt eine wahnsinnsgeile Größe. Echt schön. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, Klaus. Also. Und ich verspreche euch, es kommt demnächst auch was von mir Richtung Giveaway. Und ich schau mal. Wenn ich so reinpacke, dann ist ja, ihr seid ja teilweise echt bescheuert. Wirklich bescheuert. Das ist ja schon.
nicht mehr normal. Aber vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Geschenk, Gewinn. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch alles Gute, Klaus. Ich sag mal so, dein Kanal ist es auf alle Fälle wert. Aus einer schönen, ruhigen Art. So wie eigentlich alle, ist die Musik dann Intro zu laut gegenüber der Sprache dann, die zu leise ist. Das heißt, ich muss immer runterdrehen und dann raufdrehen. Das können aber 99% hier bei YouTube. Aber das macht nicht viel aus. Ich gucke es trotzdem sehr, sehr gerne. Bin auch jemand, der sich wahnsinnig viel verquatscht. Ich habe es jetzt schon geschafft, 11 Minuten zu quatschen, nur fürs Unboxing. Ich glaube, da brauche ich kein Review mehr machen. Aber nochmal vielen Dank. H5, Gefälken, Klaus L. Müller, hänge ich auf jeden Fall drunter. Den Link für seinen Kanal. Geht vorbei. Knife for Gentlemans. Macht auch so ab und zu mal ja, ein bisschen taktischer, wenn man da von Taktik reden kann. Aber wirklich, ist auf jeden Fall immer sehr informativ. Ich persönlich gucke fast alles. Bin jemand, der, wie war das, Wissen ist Macht, nichts Wissen macht nichts. Input, Input, Input. Weil man kann sich immer ein Stück rausziehen für sich selbst und was lernen. Seid nur, dass man weiß, worauf man zu achten hat beim Messerkauf, wenn es um Qualität geht. Wenn es teilweise auch im Preisbereiche sich bewegt, wo man sagt, ah, da kann man auch keine Qualität erwarten. Natürlich, ich sag mal, die Chinesen können natürlich anders mit ihrem Geld umgehen, so wie wenn so ein Ding aus Deutschland kommt. Wenn so ein Ding aus Deutschland kommt, 50 Euro, da weißt du, bist du unterstes Limit. Weil in China bist du natürlich schon ziemlich gut mittendrin. Ist logisch, dann kriegt man wirklich Qualität. Das merkt man auch. Also auch von der Handhabung her, das ist schon echt irre. Deswegen also, ich mache das jetzt nicht so nach Freikollege, wie das einige machen. Ich sag, haltet alles in Ehren. Ich sag mal, danke Klaus. Und bis dahin verbleibe ich so wie immer. Servus Dito, euer Freeman.